Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Draw Stickman Epic. Ja, in der letzten Folge hatten wir in Level 3 zwei Wege freigeschaltet. Wir haben Puzzle und Farbe gefunden. Bis jetzt also fast alles komplett bis auf hier. Da kommen wir irgendwie nicht ans Puzzleteil dran, weil uns die Brücke mal abfackelt. Ja, da bemühe ich mich aber später irgendwie mal drum. Ja, wir machen jetzt mal Level 4. Kübel und Kaninchen. So. Ach hier. Ach guck mal, hier haben wir direkt eine Seite zu beginnen. Oh. Lol. Können wir dich löschen? Nee. Mit Feuer wahrscheinlich auch nicht, weil er selber brennt. Was ist mit dieser Donnerwolke? Ah. Ja, das ist total cool, ehrlich. Können wir das Fass voll machen? Okay, das Fass können wir nicht voll machen, aber wir können den Baum wachsen lassen. Ach, guck mal, da ist irgendwie... Huch, nee, 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 ich will die Blume ja nicht abfackeln. Können wir die Blume nochmal wachsen lassen? Oh, der Baum wird ja riesig. Ach, der Busch wächst auch. Warte, wir fackeln das mal einfach ab. Ach so, ja, ich dachte, weil da so diese Dingens da kommen, dachte ich vielleicht, dass da wieder ein Farbgeist hinter steckt, aber das war ja leider nicht so gedacht. Können wir das mit Wasser füllen? Ja. Ah, guck mal, da kommt das runter. Cool. Ja, dann... Lol, den habe ich gar nicht... Alles klar. Oh je. Okay, gut. Zack, 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 zack. Und der hier kriegt eine Gewitterwolke ab. Fein. Nicht in die Blitze laufen. Das kann mit Sicherheit nicht gut werden. So, der kriegt direkt mal so eine Dingens ab hier. So, einmal, zweimal, ach ja, witzig. Na, was ist, lol, nein, das war wohl ein kleiner Fehler. So, der kriegt wieder so ein Dingens ab hier. So, unten läuft auf jeden Fall dieser Geist rum mit der Farbe. Den wollen wir uns schnell holen. Wow. So, die Farbe haben wir. Was finden wir denn noch so schönes? Boah, oh mein Gott, ey. Die Dinger sind echt fies, ne? Also ich achte da nicht so wirklich drauf. Ich merke immer erst, dass das so ein Stein ist, wenn ich Schmerzen habe. So, gut, okay. Da unten ist ein Ausgang. Können wir das abfackeln? Ja, cool. Vielleicht ist da was drin? Nein. Okay. Was haben wir da oben? Ein Hase. Ich guck mal, ob wir überhaupt nach oben müssen. Da oben haben wir auf jeden Fall einen Eimer. Aber vielleicht können wir das auch von hier aus machen. Ach, da ist schon Wasser drin. Ja, dann machen wir doch einfach mal ein Feuerchen. Dann haben wir uns schon mal einen Weg gespart, wohl, so wie es ausschaut. Okay, weiter geht's nicht. Oh, nicht in die Blitze laufen, genau. Okay, wir gehen erstmal weiter. Was ist denn das da für eine Konstruktion? Fackeln wir alles erstmal ab. So. So, wir könnten jetzt mal rein theoretisch einfach nach oben gehen. Und uns mal hier oben umschauen. Hoch! Was ist das für ein gefräßiger Hase? Lol.
Boah, der wächst aber auch dann ordentlich, ne? Isst du noch was? Oh meine... Nein, nein! Nein! Achtung, vermeide zu brennen. Ja, da wäre ich ja jetzt von alleine nicht drauf gekommen. Okay, die Farbe müssen wir jetzt nicht mehr holen. Das heißt, ich... Nee, wir müssen aber oben lang den... Dingens da machen. Stimmt. Oh, das ist echt... Ja, also ich werde mich wohl noch ein bisschen dran gewöhnen müssen. An die ganzen Abläufe. Ich wollte doch noch... Ja, ein bisschen Wippe ist auch ganz schön. So, hier war also nichts, bis auf dieser Stein. So, machen wir hier mal ein Feuerchen. So, dann ist der einmal leer. Dann können wir wieder zurück. So, da hatten wir ja nichts. Dann gehen wir mal hier runter. Da waren wir nämlich noch gar nicht. So, dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Was sind das da für eine... Okay, okay. Ach, oh, guck mal da. Warte mal, kann das Wasser Strom leiten? Ist das Spiel so inter... Ha, cool. Oha. Dickes Kaninchen. Und da haben wir ein Puzzleteil. Super. Okay, ich würde jetzt gerne nach unten. Da müssen wir wahrscheinlich den Hasen einfach töten. Ja. Doof, aber so kommen wir wenigstens weiter. Oh, hier sind bestimmt lauter Steine. Testen wir mal. Machen wir so ein Gekrickel oben drüber. Zack. Ja, war klar, dass die leben. So. Oh, da ist Dynamit. Nee, falscher Stift. Machen wir direkt mal bumm. Zack. Warten, bis das Feuer weg ist. Natürlich. Mann, oh Mann. So, der braucht bestimmt ein bisschen Strom. Super. Okay, jetzt würde mich interessieren, welcher das war. Ich glaube, das waren die zwei nebeneinander. Ach, die Steine schon wieder. Boah, wie ich die hasse. Gratis kennengelernt und schon kann ich die nicht leiden. Ja. Das ist natürlich super toll. Ob das gut wird hier. Oh, pju. Ganz knapp, ganz knapp. So. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Jetzt können wir da hinten dann jetzt einmal rum, rauf und... Ja, ich glaube hier... Ne, wir müssen runter, einen runter, ja. Ich glaube schon. Okay, wir setzen erstmal den hier außer Gefecht und dann machen wir uns hier ein Feuerchen. Das müsste von der Zeitspanne eigentlich reichen. Komm schon. Ja, okay, das reicht. Oh, jetzt habe ich den vergessen. Es darf ja nicht wahr sein, ey. So, und jetzt? Jetzt haben wir hier Blumen. Hm. Bringt das was? Nee, nicht wirklich. Scheiße, wie kommen wir denn jetzt weiter? Kommen wir nochmal hier? Ah, ja, cool. Cool, cool. Okay, gut. Da haben wir einen Hasen. Und dann haben wir auch schon Levelende. Höhle der mysteriösen Roboter. Oh, Roboter. Toll. Immerhin Farbe und Puzzleteil gefunden. Und die Seite, glaube ich, zu Anfang auch. Hier haben wir die Seiten, hatten die uns ja mal erzählt. Eines Tages während eines Spaziergangs sah ich etwas vom Himmel fallen. Ich wollte mir das genauer ansehen und fand einen magischen Stift. Cool. Schnell stellte ich fest, dass meine Zeichnungen lebendig wurden.
Ich zeichnete Reichtum und Ruhm für mich, aber es war nie genug. Weniger vom Glück Begünstigte wollten, was rechtmäßig mir gehörte. Ich erschuf Monster, um ihnen zu zeigen, wer das Sagen hatte. Ja, das ist dann dieser Endgegner wahrscheinlich hier. Da, den haben wir schon platt gemacht und die haben wir gerade kennengelernt. Gut, okay. Weitere Seiten haben wir noch nicht gefunden. Puzzleteile haben wir schon 3. Ah, guck mal hier. Cool. Fehlen ja nicht mehr allzu viele. Ich kann schon total erkennen, was es werden soll. Nein, Spaß. Gut, ja, dann war es das schon für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann hier die Höhle der Roboter erkunden. Und, ja, wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen und bis demnächst.